Botswana, Sokalango, auf dieser Fahrt. Haben wir uns einen Jeep gemietet? Jetzt noch weiter nach Johannesburg. Ja, ich wollte ja eigentlich das Rad-Rennen teilen, das klappt ja jetzt nicht. Ne? Ich wäre sonst auch heute gar nicht nach Katschau nach Johannesburg geflogen, alternativ. Ja. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen improvisiert. Das ist doch so eine ganz schöne Distanz, ist, oder? Ja, ich fahre ja nach Johannesburg fliegen noch. Also, ja, und dann fahre ich los. Ja, das sind 1200 Kilometer. So. Ja, es ist ja nichts los. Diese Straßen sind ja leer, das ist ja nicht. Da können Sie am Tag 1200 Kilometer fahren, es geht ohne weiteres. Da haben Sie schon mal eine Stunde kein Auto. Und wenn Sie da müssen Sie nicht 180 fahren, da reicht es 120 fahren. Und dann macht Autofahren auch wieder Spaß. Ne? Also, ich habe hier in London gar kein Auto. Was soll ich damit? Ne? Stau stehen, kann ja auch alle kein Auto fahren. Ne? Ich meine, in Berlin ist das ja auch nicht viel besser. Ne? Wobei ich habe Verkehr gehe, aber braucht es einfach nicht, weil der Nahverkehr ist einfach U-Bahn und so weiter, die waren besser, das ist gut ausgebaut. Das, We're now going to explore emergency procedures on this British Airways aircraft. We recommend that you remove your personal headphones. The captain and the crew are here for your safety. Ja, ich meine, it is important that you pay attention. Follow instructions carefully. Ja, ich mische mir als hier mein Auto auf. Insert the metal tag into the buckle. Tighten by pulling on the loose end. To unfasten, simply lift up the metal flap on the buckle and pull apart. You'll find the seatbelt sign in the panel above your head. When it's on, you must fasten your seatbelt. We'll provide extension seatbelts for infants. If you're not in your seat when the seatbelt sign is switched on, please return to your seat and fasten your seatbelt securely. We suggest you keep your seatbelt fastened and visible during our flight, even when the sign is off. Your life jacket is either beside or underneath your seat. To use it, take it out of the container and place it over your head. Pass the tapes around your waist and tie them securely in a double bow at your side. Inflate your life jacket when you leave the aircraft. We will supply infant flotation aids for babies and children. In the unlikely event of the aircraft having to make an emergency landing, you'll be told to take this protective brace position. But when seated facing rearwards in club world, you must adopt this position. We will now explain how to leave the aircraft in an emergency. Move quickly to the closest usable exit, taking nothing with you. High-heeled shoes must be taken off. They may tear the evacuation slide. Emergency lighting, including floor-level lighting, will help you find your way to the exits. These are clearly signed. On the main deck, there are two exits at the rear of the first-class cabin, and two at the front and rear of each other section. On the upper deck, there is an emergency exit on each side in the middle of the cabin. Your crew will now point out the exit nearest to you. To open the doors, move the handle in the direction of the red arrow. Opening the doors automatically inflates the evacuation slides. The slides can also be inflated by pulling this handle. Jump onto the slide and move away from the aircraft. If the aircraft has landed on water, these slides detach to form rafts. As you leave the aircraft, inflate your life jacket by pulling the red tag. If necessary, blow into this mouthpiece to top up the air. The life jacket is fitted with a light and a whistle. Your oxygen mask is behind the panel just above your head. If the cabin air system should fail, this will be released. Stay in your seat and pull the mask towards you to open your supply. Please note that the bag does not inflate. Place it over your mouth and nose and adjust the band to secure it. Then breathe normally. Do make sure your own mask is correctly fitted before helping anyone else. In some areas, you release the mask by pulling on this colored streamer. If you're in a Club World sleep seat, you may need to reach through the dividing screen to retrieve your mask. You may continue to use handheld electronic devices during taxi, takeoff, and landing. If flight safe mode is enabled, they are held securely and placed into a pocket. Larger devices, such as laptops, must be safely stowed at these times. Any transmitting devices without a flight safe mode must be switched off for the duration of the flight. For further information on using electronic devices in
flight, please check High Life magazine. Take care your hand baggage isn't blocked from the exits or aisles. Personal bags must be put under the seat in front of you, and larger items should be placed securely in the overhead locker. Please place all items in carefully so they do not fall out and cause injury. As this is a no-smoking service, smoking is not permitted at any time whilst on board. As we prepare for takeoff, please make sure that your tray table is put away, your seat is upright, and your armrest is down. Please stow your individual video screen in the footstool if you have them. Finally, take a look at the safety card in the seat pocket. If you have any questions, please ask your crew. We hope you have a relaxed and enjoyable flight.
Bildqualität ist echt nicht zu toppen, ne? Scheiße, das hat nichts gekostet. Aber das hat ja wahrscheinlich ihr Auftraggeber, glaube ich, das Unternehmen. Ne? Ja, das ist also so egal. Dann beklagen sich die europäischen Airlines, dass die arabischen Airlines die Passagiere wegbauen. Haben Sie mal mit Emirates geflogen? Das ist selbst für mich in der Economy. Stoße ich mich wieder da dran oder stoße ich hier dran? Ja. Für mich ist es halt praktisch, weil ich wohne hier in London. Ne? Ich habe dann diese ewige Umsteigerei. Also ich komme hierher, kann ja praktisch überall hier fliegen. Aber Ja, gut, ich sag ja nur, ich bin früher öfter mal über Dubai, nach Südostasien geflogen. Eigentlich ist British Airways okay, aber dieser Flieger, das ist wirklich speziell, das Ding. Denn das ist wirklich 90er Jahre, das ist wirklich 1997 Menschen. Es geht nicht nur ums Entertainment, das ist crazy to take off. Virgin Atlantic hat letztes Jahr seine Kapstadt-Verbindung eingestellt. Das heißt, es fliegt nur noch British Airways nonstop da hoch. Entsprechend ist die Flieger natürlich auch voll da. Gehen Sie mal davon aus, dass die allermeisten Hotels jetzt nicht mehr als 600 Euro kosten. Ob sich das überhaupt wohl rechnet? Ich nehme an, die machen das im Wesentlichen mit dem, was sie unten haben. Weil für 600 Euro können sie eigentlich nicht kostendeckend machen, dass sie da kommen. Das geht eigentlich nicht. Yeah. Ja, denke ich mir jedenfalls. Aber nicht, dass es wieder billiger ist als im ehemaligen Osten, als im ehemaligen Westen. Ich glaube, ich weiß sogar wahrscheinlich, das heißt, es ist ja angesagt, das Hotel, glaube ich, ist nicht günstiger, aber ich weiß es nicht. Wusstet ihr, dass Berlin in den 20er Jahren eigentlich die Hauptstadt in Europa war? Es war nicht London oder Paris. London war damals eigentlich nur ein stinkendes Loch.
Ja, dann war damals nicht die Convergence gar nicht kulturell. In Paris ging auch im Eingangsbereich. Verrückt irgendwie. Aber jetzt rückt es ja langsam auf. Ne? Ja, bitte? Ja, ist so klar, ich war nach der Teilung, ich war nach dem Ort, das ist so. Haben Sie das noch richtig mitbekommen eigentlich? Nee, was ich in der Region jetzt erst seit wieder, seit zwei Jahren. Ja, okay. Ich war aus Süddeutschland, kein Ding. Ich war mit Westdeutschland völlig falsch. Ja. Ich habe in Bielefeld studiert. Also er muss vielleicht bei Nordrhein-Westfalen. Das kann ich dann nicht Bielefeld studiert haben. Das reicht irgendwie nicht die paar Jahre. Das reicht nicht. Wo aus Süddeutschland kommen Sie sprich denn her? Aus der Nähe von Stuttgart. Was? Beides gesprochen. Ich kann auch Schwedisch sprechen, aber. Bitte? Ich kann auch Schwedisch sprechen, aber auch immer Hochdeutsch gesprochen. Ja. Deswegen sind zweisprachig. Sechs auf den Beinen. Ne? Terminal 5 gelandet und dann zum Terminal 3, ne? Ja. Haben Sie noch eine schöne Busreise gemacht? Ja. Ich bin ja regelmäßig in England, weil ich noch Teilzeit in Oxford studiere. Ja. Aber dann fliege ich mal über Gatwick und das ist irgendwie schneller. Aber hier hole ich doch eigentlich eine Buße dafür. Ja, aber nicht für EasyJet. Ah, okay. Nee, um Gottes Willen. EasyJet schlägt an. Aber ich muss jetzt sagen, weil ich meine, Gatwick hat auch noch einen elektronischen, also elektronische Passportkontrolle und der ist natürlich auch super schnell nach draußen. Das kommt beim ersten Mal nicht bewusst. Ja. Als Deutsche weiß man ja mit seinem IT-Card und nicht mit seinem Reisepass. Ja. Ganz schnell geändert. Ja. wobei jetzt als jemand, der in Großbritannien wohnen muss, aber bei den Geschichten habe ich schon wiederholt erlebt, dass es wesentlich schneller geht, wenn sie zum eigentlichen Menschen marschieren, weil die Geräte funktionieren nicht immer. Wenn die nicht richtig funktionieren, dann haben sie genau den anderen Gegenteil im Effekt. Ich muss sagen, wenn in London hier ein Liedchen haben, ist es jetzt auch egal. Ne? Ja, okay.
Als ich nach England kam, saßen die ganzen Grenzbeamten noch in zivilen Klamotten da. Und das ging eigentlich nicht. Da können wir gleich mal drüber reden. Das ist, um das zu verstehen, muss man, also ich sag's dir mal ganz kurz. Großbritannien ist ja ein Land, das mal keinen Sonnenuntergang hat, das britische Empire. Und die Briten können sich nicht damit abfinden, dass sie in einer Organisation mit anderen Ländern zusammen sind, wo sie nicht in der Führungsposition. Das muss, so muss man das verstehen psychologisch. Sonst versteht man das nicht, dass die eigentlich schon die Führung haben. Und das ist der Hintergrund. Sie verstehen sonst die Diskussion nicht. Sonst macht er, wie kann Großbritannien, ein so kleines, ökonomisch schwaches Land, jetzt anfangen, eine Abstimmung darüber zu machen mit so einer EU? Da gehört schon einiges an Irrsinn dazu. Weil Sie sehen das ja zum Beispiel an meinem Beispiel. Ich bin ja, wenn Sie so wollen, auch ein Wirtschaftsflüchtling mit damals gewesen. Ich bin ja aus Berufung gekommen. Ne? Aber die Steuern, die ich in diesem Land bezahle, sind schon vorhanden. Und es ist einfach. Ja. Aber das, wenn Sie das so mit Briten gehen, darum geht es. So, jetzt gibt es für 11 Stunden Krach.